Endlich gelingt der Polizei die Festnahme von mutmaßlichen Automatensprengern. Es ist ein großer und seltener Erfolg für die Polizei. Beamte in Thüringen nehmen 4 Männer fest, die kurz vorher einen Geldautomaten im oberfränkischen Landkreis Hof gesprengt haben sollen. Ein Wildunfall spielt den Beamten in die Karten. Rückblick: Anwohner werden in der Nacht durch einen lauten Knall wach, sehen, wie ein Audi kurze Zeit später Richtung Autobahn rast. Der Geldautomat der Sparkasse völlig zerstört. Wie viel die Täter erbeutet haben könnten, noch völlig unklar. Sofort leitet die Polizei eine Großfahndung ein. Pech für die Panzerknacker, offenbar knallen sie bei ihrer Flucht mit einem Tier zusammen. Der Wagen, Schrott. Nun müssen sie ihr Auto auf der Autobahn stehen lassen und zu Fuß durch die Nacht flüchten. Polizisten entdecken den Wagen kurze Zeit später, wissen nun, wo genau sie suchen müssen. Und tatsächlich, in der Nähe eines Waldstücks können sie die Verdächtigen bald stellen. Die thüringischen Kollegen waren sich nicht ganz klar darüber, ob sie tatsächlich noch Sprengmittel an sich tragen, die Tatverdächtigen. Und darum hat man sich dazu entschieden, mit einem Warnschuss, steil in die Luft und Androhung der Schusswaffe entsprechend die Täter zu stoppen. Die Täter haben dann auch die Flucht unterbunden und haben dann sich widerstandslos festnehmen lassen. Im Kofferraum des Audis mehrere blaue Kanister mit Sprengstoff. In einem Fluss nicht weit von dem Auto finden die Polizisten eine Geldkassette. Der Sachschaden soll 6-stellig sein. In Deutschland werden mittlerweile so viele Geldautomaten gesprengt wie noch nie. Die Täter kommen oft aus den Niederlanden. Doch nur selten gelingt eine Festnahme. Die Automatensprenger arbeiten schnell und professionell. Dieses Mal aber nicht. Ein Wildunfall hat den Tätern hier quasi eine Falle gestellt.